Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim mit Whitehot. Zwischen den Folgen habe ich ein wenig, wie versprochen, umsortiert. Es ist sich ausgegangen von der Zeit her und somit habe ich es gern gemacht. Weil ich glaube, Lagerkisten umsortieren, neu produzieren ist nicht unbedingt der Spannendste. Können wir gerne dazwischen mal machen und werden wir auch machen, aber ja. So, was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Wir holen uns mal den Buff. Da auf der Seite hat man schon gesehen. So, wir setzen uns mal hier gemütlich mit den Füßen nach oben. So, ganz gemütlich. Ist das schön hier. Ja, ist alles Geschmackssache natürlich, weiter als Bett. Das da kommt noch weg. Das wird später mal woanders stehen. Ich habe hier ein paar Sachen reingeworfen in die... Oh, die Bahn sind fertig. Yeah. So, gemütlich 1 natürlich. Wir haben noch keine gemütlich 1 ausgeruht. So. Ja, alles gut. Dann würde ich mal sagen hier. So, wir schauen uns das mal an. Ich habe hier das Dach vorgezogen. Hier wird das Haus noch weitergebaut. Ja, eh klar. So, hier haben wir drinnen Trophäen, Trophäen, Samen, Knochen, Leder, Sudling, Augen, ach, ihr könnt auch lesen. Und das Schatz hier, da ist das, was wir inzwischen gelootet haben, aus den Dungeons, yeah, so, hier Essen, Trinken, da ist im Moment nur fertiges Essen, da können wir uns gleich ein bisschen was mitnehmen. So, dann haben wir da unten Honigblumen. Disteln gesammelt, habe ich einige. Fleisch zum noch kochen, verarbeiten. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so vielleicht, was auch immer wir damit später machen werden. Hier haben wir ein paar Pilze, hier haben wir ein paar Beeren. Warum habe ich so viele Beeren? Warum habe ich so viele Disteln? Zwischen den Aufnahmen. Wir machen mal so. Ja, bin ich da rumgelaufen und hier gestorben. Ja. Eine Trollhöhle entdeckt, Trollhöhle entdeckt. Ich habe das mal hier markiert. Hier gestorben. Dann die Sachen wieder geholt. Da bin ich drauf gekommen. Da ist ein ganz naher Dungeon. Da bin ich da reingelaufen und echt mit Mühe und Not entkommen. Da gehen wir ohne Rüstung nicht mehr rein. Ohne Rüstung, ohne Schild. Da macht das weniger Spaß. So, Metalle habe ich aber dennoch geholt, damit wir uns heute eine Axt craften. So, Dankeschön. Da werfen wir gleich weiter rein. Super. Na. So. Hinzugefügt Holz. Da haben wir ein paar Kohle, Stückchen, Brocken, die wir da reinwerfen. Yeah. So, wir haben 5x Kupfer. Das ist sehr gut. 5x Kupfer, super. Die Sachen gebe ich dabei in diese unbeschriftete Kiste hinein. Ihr seht, da haben wir einiges an Zeug, das wir dann später auch noch weiter verarbeiten, verwursten können. So, ein bisschen Holz, ja, viel ist sich nicht ausgegangen. Habe ich auch noch geholt. Ach ja, so, was wollen wir tun? Die Kohle, das Holz weglegen, reparieren. Und zwar, da würde ich gerne auch noch zumachen. Mit euch, letzte Folge war ja eine Baufolge. Schauen wir mal, ich möchte nicht noch eine Baufolge mit euch machen, aber ein wenig würde ich schon gerne weiterbauen, damit wir auch bei der Base weiterkommen. Immerhin, wir werden uns die Base ja behalten. Das wird unsere Hauptbase sein und bleiben, weil sie so super zwischen Dunkelwald und Sumpf liegt. So, da haben wir hier noch ein bisschen. Dann werfen wir da auch gleich. Hier, es ist voll. So. Da rein, da rein. Super. So, 31 von denen. Ich hätte echt gern eine Schmiede gebaut. Dafür brauchen wir allerdings... So, Schmiede. Hier stehen wir. Hier, da. 6 Kupfer. 6 Kupfer. So, dann schauen wir mal. So, wir haben 7 Kupfer. Schmiede. Wir werden die provisorisch auch da reinstellen, da oben vorerst mal. So, und zwar Schmiede. Wir brauchen Kohle und Steinchen. Kohle und Steinchen sollte nicht das Problem sein. Kohle, Steinchen und Kupfer. Alles da. So, also vorerst mal hier die Schmiede. Hier, da. Die stellen wir ebenfalls provisorisch mal hierher. Ein Kupfermesser, Wandleuchter, yeah. Jetzt geht's aber los. Da geht die Post ab. So, was kann man dazu noch bauen? Noch keine Erweiterungen. Was braucht man für den? 20 Schwendelfälle? Ich glaube, so viele Schwendelfälle haben wir nicht.
Wir müssen unsere Schweine töten. Ja, maximal vermehren müssen wir die. So. So, das werfen wir da mal rein. So. Da ist noch genug drin. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier fertigen können. Ich hätte gerne die Harke. Nicht genug Schutz. Ernsthaft nicht? Das ist aber bedauerlich. So, bauen. Ich kann da natürlich zumachen, vorerst mal. So, genau wie das, aber die Handwerkstation möchte es. Nicht genug Schutz. Gut, dann müssen wir dann doch wohl oder übel Fensterchen einbauen. Okay, wir brauchen so ein wenig mehr Holz. Wahnsinn, kaum das Holz geholt, schon wieder verbraucht. So, dann nehmen wir uns den Stoß auch gleich mit. So. Machen wir da auch noch zu. So, vorerst mal. Später wird natürlich dann das Ganze, ja, noch immer nicht. Da müssen wir die Fenster, die sind so schön, dass man die dabei hier so... vielleicht können wir die mit so Fenster... Ornamenten? Ornamenten? Nö. Nö. Ist halt leider, weil es gebogen ist. So. Hier noch mit einem Balken noch drüber. Aber dann haben wir so hohe Fenster. Aber wir wollten ja hohe Fenster. So, dann haben wir hier noch hohes Fenster. Witzig finde ich, dass das hier funktioniert. So. Und da haben wir auch noch ein hohes Fenster, das wir zumauern, zubauen. Ja, ich weiß nicht. Hat noch immer nicht genug Schutz. Dach ist zu. Naja, bis auf diese kleinen Dinger da. Stören die? Nein, die können ihn nicht wirklich stören. So, machen wir mal so. Damit es richtig hässlich wird. Hat noch immer nicht genug Schutz. Okay. So. Wenn wir das abreißen. Ich mag das sowieso. So. Moment. Du trägst so viel. Ja. So. Wenn ich es auf die Seite stelle, kommt er dann sowieso in den eigenen Handwerksbereich. So. Ja, jetzt geht's aber. Naja. Super. So. Dann haben wir da noch Kohle. Yeah, jetzt können wir Bronze machen. Ein Kessel. Oh, und das alles wartet auf uns. Ja. So. So, zuerst mal reparieren. Wunderbar. Genau, Upgrade. Wir brauchen Schwindelfälle. Das heißt, wir laufen dann ein wenig rum. So, und jetzt können wir schon Bronze machen. Wir machen mal Bronze. Wunderbar. Kupfernägel, Eisnägel, Bronzeaxt. Ja, und da sind wir schon zu Hause. Bronzener Streitkolben, Schwert. Das möchte ich gerne für Whiteout auch mal probieren. So, Bronzeaxt. Oh, ach, Bronze, das ist natürlich... Ach, das ist herausfordernd. Kriegen wir aber alles hin. So, Bronzenägel werden wir auch gleich mal herstellen. Dann können wir später den Wagen bauen und so weiter. So, super. Neues Objekt, Wagen. So, wir haben alles gebaut. Genau, wir warten hier noch weiter aufs Schmelzen. Ich fülle hier noch ein wenig an Material. Das kommt zurück, das kommt zurück. So, und die Bronzenägel stopfen wir da auch rein. So, die würde ich gerne mitnehmen und einschmelzen auch. So, warum, weil es geht. So, hier ist es voll. Da kommt das rein. Da. Viel Kohle. So. Und super. So, ist voll. Wir räumen mal alles weg. Wir lassen hier schön einschmelzen. Ich weiß, es schmilzt im Moment nur das ein. Aber auch das ist gut. So, das kommt weg, das kommt... Ah, die Kohle.
bedauerlich, bedauerlich. Haben wir alles mit, was wir brauchen? Ja, oh, da ist ja noch mehr Holz. Ich will das wegreißen. Das ist so hässlich hier. So, super. Ja, genau das, was jetzt angezeigt wird, das würde ich echt gerne bauen. Echt gerne. So. Wenn wir zurückkommen, können wir dann vielleicht schon irgendwas Besonderes bauen. Sehen wir mal. So. Gut, dann bauen wir noch einen Holzstoß. Verschiedenes hier. Holzstoß, ich stelle ihn mal da her, weil es eh egal ist. So, meine Lieben, dann laufen wir mal vor. Und zwar in Richtung dieses neuen... Ja, Schweindeln wollen wir fangen, vermehren die alten. Ach, da haben wir noch ein wenig Zeit. Oh, bei dem Wetter müssen wir einen Ausflug machen. Hätte ich gesagt. Ein kleiner Ausflug. Der kann auch nicht schaden. So. Ach, Nixen. Die holen wir uns jetzt gleich. Hallo, Nixen. Hallo, Nixen. Hallo, Nixen. So, wunderbar mit Stern. Ein guter Schlag mit Sternchen und so. So, und hier. Auch wie es mich immer so magnetisch in Richtung Sumpf zieht, oder? Ob das gut ist. Da ist ein Trauger. Da hinten ist ein Blob. Wo ist der Trauger hin? Oh. So, dann haben wir mal einen Trauger. Wunderbar, in rein, herrlich. Und schnell wieder raus. So, und irgendwo war da ein Blob, den habe ich mir auch gerade. Oh, eine Kiste. Ein Blob. Na, der hält aber viel aus. Der hält aber viel aus. So, außerdem ist er grün. Verfolgt er mich eh? Ja, er verfolgt mich. So, wunderbarer Blob. Ui! Oh, schnell weg. Da bin ich da an dem alten. Ui! Das ist aber fies, wenn der da so springt. Fies, fies, fies. Ein kleiner Fiesling. Oh, Feuerstein. Ui. Der springt doch so weit. Wow. Ich bin sicher, der macht fest Aua. So, was ist das? Schlamm. Yeah, wir haben endlich Schlamm. Das ist schon toll. Schlamm, Schlamm zu haben. Da kann man weiter tun. So, wir haben heute eine gute Tat. Ein Trauger und ein Schleim. Super. Noch ein Schleim. Den würde ich jetzt ungern auch noch töten. Was schwimmen dafür? Ah, diese Schlundwürmer. Ach, die halten aber sehr viel aus. Nein. So. Heute ist Aktion Schleimling. Oh, das war ein guter Schuss. Der war super. Schade, die Brandpfeile wirken natürlich bei dem Wetter nicht so gut. Aber es geht. Was haben wir dann? Nochmal Schleim. Yeah, Schlamm. Oh, super. Und wir ohne Schild da. So, da ist noch ein Tank ein. Da könnte man rein. Und ich würde sagen. Irgendwelche Geräusche waren da gerade. Ich traue diesem ganzen
Ach, wie schön. Sumpfkunst. Kann das was? Rübensamen. Okay. Können wir alle anpflanzen. Später. Will ich so ein Ding noch haben? Aber mit Pfeil und Bogen ist das, glaube ich, gar nicht so. Die waren irgendwie. Ah ja, genau, weil die schwimmen dann gleich weg. So. So, und greifen mich wieder an. Kann man die auch so attackieren? Kommt der wieder? Weigern? Ui, da kommt ja gleich noch einer. Skelette. Nö, nö, nö. Okay. Oh, müssen wir raus. Verdammt. Bei der Kraft von Grey. Idee. So. Schnell weg. So. Essen. Laufen uns die nach? Wir laufen uns tatsächlich nach. So, was können wir noch essen? Was ist das? Ah ja, Rübensamen. Die hätte ich tatsächlich gerne zu Hause dann angepflanzt. Sehr, sehr gern. Da ist ein Skelett jetzt. Es versteckt sich im hohen Schilf. So, mit 15 Hitpoints kein Problem. So, hallo Schweindel. Schweindel. Was für ein armes Schwein. So, ich hätte aber gerne den Loot wenigstens von dem Schlundegel gehabt. Wenigstens den Loot. Ach, schön. So, ich weiß, heute sind wir nicht weit gekommen. Aber wir haben Schlundegel im Nahkampf erlegt. Da ist ein Skelett. Hallo Skelett, hallo Skelett. So, den Loot vom Schlundegel hätte ich gern. So, super. Jetzt können wir eigentlich wieder gehen. Ist das gruselig hier? Kommt da noch einer? Super, Blutsack. Was auch immer wir damit tun, wir werden später mal machen. Und es wird super. So, wir haben Rübensamen, wir haben ganz toll Rübensamen. So, als Fackelträgerin, Whiteout läuft zurück. Huh, bitte schöneres Wetter, jetzt. Whiteout, schöneres Wetter. So, die Fackel können wir wieder ablegen. Schauen wir mal, es wäre so schön, wenn wir zu einer. Schön, schön. Und langsam wird das Haus erweitert werden. Alles gut. Sehr cool. Die Fenster sind ja noch immer groß. Ja, jetzt haben wir halt eine doppelte Fensterbank. Ist auch okay. Wow. Okay. So, da bräuchten wir. Da vorne kommt wieder rein das da. Super. So, und jetzt ein paar. Kopf rein. So soll das Kopf sein. So, das ist hier. Das kommt da auch rein. Ja, wir schleppen uns davor. Beladen. Ja, das ist gut in dem Fall. So. Da das ganze Kopf. Ja, ich will das Zinn. Gib mir das Zinn. So, jetzt stellen wir uns da vor die Boxen. Da haben wir jetzt Leder. Leder. Ach, 20 brauchen wir von denen für die Aufwertung. So, Trophäen sind da vorne. Wir haben eine Trophäe bekommen. Wir haben noch eine Trophäe bekommen. Samen. Wo waren Samen? Da. Samen und Knochen. Samen und Knochen.
So, da haben wir das da drin. Ich weiß nicht im Moment, wo ich den Schleim hinpacken soll. Keiner weiß es. Ist auch die Frage, braucht man den? Braucht man ihn nicht? Braucht man ihn schon? Du fühlst dich nicht ausgeruht, was sehr bedauerlich ist. So, das geben wir zu Fleisch. So, das Zeug. Werden wir vielleicht später gut verwenden können. So, da haben wir da noch was. Kohle. Die werfen wir da rein. So. Kohle kommt hier rein. Super. Alles ist voll. So, und da lassen wir gleich weiter wursten. Super. Oh, es ist voll. So, die wollen wir dann noch verarbeiten. Wir schauen mal. Können wir jetzt schon? Können wir schon? Ich will so gern die Axt haben. So gern die Axt. Ups, falsche Richtung. So, Bronze. Yeah. Bronze. Yeah. So, und für die Axt 8 Stück. Wahnsinn. Das ist schon viel. Das ist schon viel. So, 8 Stück. Da können wir echt viel. Wie viele Surtlenkerne haben wir noch? Vielleicht bauen wir uns einfach eine zweite Schmelze. Bauen, Herstellungen, hier Herstellungen. 5 Surtlenkerne. Schauen wir mal, ob wir haben. Ich glaube, die habe ich in die Schatztruhe hineingegeben. So, Schatz. Nö. Essen, trinken? Nö. Ach so. 4. Ja, da müssen wir wirklich nächste Folge in einen Dungeon rein. So, was ich dazwischen machen wollen würde, ist hier zumachen und da sozusagen den Werkstattbereich bauen. Dass hier dann die Workbench und die Schmiede stehen. Hier zumachen mit einem kleinen Dürchen, das Dürchen, dass man da nach hinten auch raus kann. Ja, so hätte ich es dann gern. So. So, super. Dann machen wir noch 2 Bronze. So. Und vielleicht kann man beim Bronze machen weiter. Ah, schön. Schön. Ist das schön. So, und das Feuer wird auch versetzt. Das bleibt hier nicht im Schlafzimmer, sondern kommt auch eher in den Küchenwerkstattbereich. So, wir schauen mal. Das heißt, von hier aus zumachen. Ich überlege noch, ob wir auch hier so eine Art Rund machen. Ah, da bin ich mir aber noch nicht sicher. So, ich werde aber ein bisschen wieder vorbereiten für uns gemeinsam, dass, wenn wir wieder da sind, machen wir nämlich den nächsten Ausflug. Hey. Hoffentlich dann schon mit der Axt. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit der Axt. So. Sehr gut. Kohle ist da. Das ist auch da. Wunderbar. Super. Geht doch. Ah, so. Ja, es geht. Langsam, aber doch. Es geht. So, dann würde ich sagen, wir legen uns mal hin. Oder? Nö, müssen wir gar nicht. So, meine Lieben, heute eine kürzere Folge und nicht so actiongeladen wie die letzten, aber das gehört halt auch dazu. Wir werden uns bemühen, dass wir in den nächsten Folgen... Ach, das sieht auch hübsch aus hier. So, mit Fackel in der Pfote. Sehr cool. Schade, jetzt ist der Mond. Oh, der Nebel ist aufgezogen. Der Nebel ist aufgezogen. So. Wir werden uns bemühen, dass wir in den nächsten Folgen... Ja, gesteht da wer? Das sah kurz so aus. Wahnsinn. So, wir werden uns bemühen, dass wir in den nächsten Folgen mal an die Bronze-Axt kommen. Das wäre ein wichtiges Thema für uns alle. Für uns alle hier. So, Bronze, super. Ja, vielleicht kriegen wir das noch hin. Wir lassen es schmelzen über Nacht. So, und müssen da nicht so aufgeregt hin und her laufen, oder? Und dann schauen wir einfach, wie weit wir es bekommen. So, wir nehmen das in die Pfote. Dann können wir vielleicht eine Bronze-Axt machen.
in der Früh, wenn wir aufstehen. Ja, machen wir das. Machen wir das. So, die legen wir rein und jetzt gehen wir mal schlafen. Der Nebel ist sowieso widerlich. So, weiter ins Bett. Das hat sie sich auch verdient. Yeah. Ah. Ja, wie sie im Hintergrund arbeitet. Ja, und ihn, den Uralten, werden wir auch bald besiegen müssen. Müssen ist gut, aber werden wir. So, Moment, Tag 13. So, du hast keine Gegenstände, die verarbeitet werden. Okay. So, dann machen wir mal da, Bronze 5. Herstellen, bam. So, Bronze Nägel will ich jetzt nicht mehr. Wir haben 11, das heißt, eine Bronze Axt geht sich aus. So, Bronze Axt. Wir brauchen 2 Schweindelreste und 4 Holz. 2 Schweindelreste, da haben wir kein Holz mehr. So, Leder, Schweindelreste, wir brauchen Holz. Es hilft nichts, wir brauchen Holz. So, Holz. So, du trägst zu viel. Ja, dachte ich mir schon, aber was sollen wir tun? So, beladen. Ja, wunderbar. So. Eine Bronze-Axt. Endlich. Und ein bronzener Faustschild. Oh, der Faustschild. So. Wunderbar. Wunderbar, oder? Oh, wie herrlich. So, was bräuchte man fürs Upgraden? 4 Bronze, leider um einen zu wenig und ein Schweindel. Ein Bronze zu wenig. Ein Bronze zu wenig. Da haben wir, wir nehmen das raus. Geben das rein. Kohle haben wir keine mehr. Sehr gut. Oh doch, da haben wir genug Kohle. Da werfen wir mal da rein. Super. So. Noch mehr. Kohle kommt da rein. Du hast keine Kohle. Ja, ist ja wie im Real Life. So, dann hier. Upgrade. Bronze. Oh. Oh, wie schade. Schade. Aber gut, ist so. So, wir haben eine Bronze-Axt, die wollen wir jetzt gleich testen. Ich lege mal ab, was alles schwer ist. So, das weg, das weg. Das Schweindelleder kommt da in die Kiste. Hier. Das Holz können wir jetzt nicht ablegen. Gut. So, das legen wir da rein. Wir holen uns jetzt, was hätte ich gern geholt? Eine Börke. So, da drüben liegt noch immer von ganz von Anfang an eine. Die holen wir uns jetzt. Wo liegt sie denn? Wo liegt sie denn? Da ist sie ja. Und ich habe mir das auch noch gemerkt, wo die liegt. Und wo die rumliegt. So, Baumstamm. Yeah, Börke. Stirb, Börke. So, Wahnsinn, oder? Yeah, und wir haben... Oh, Humpen, Edelholz, Aufwertung, oh, Möbel... Drachenverzierung. Jetzt können wir alles machen. Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Blaues Banner, weiß-rotes Banner. Herrlich. Rotes Banner, Fermentierer. Jetzt geht's aber los. So, hallo, kennst du meine neue Axt? Wunderbar. Dann fällen wir diese Börke noch. Und dann hätte ich auch gerne... ja, das machen wir jetzt. Wir fällen noch diese Börke. Den Stumpen will ich wegkriegen. Stumpen hat hier nichts verloren. So. Holt hier nach unten. Da kommt er. Kennst du meine neue Axt? Deinem Bruder habe ich es gezeigt. So. So, da kommt der Nächste. Alle wollen meine Axt sehen, na klar. Wäre ich jetzt so ein Grauzwerg, würde ich auch diese Axt sehen wollen. Sehr schön. Kriegen wir auch gleich Harz. Ist das nicht toll? So, hallo. Ein Sternchen-Grauzwerg. Wunderbar. So, gib mir dein Harz. Gib mir dein Harz. Super. Ach, ich bin so froh, dass wir jetzt die Kopferaxt haben. So, da geht's rauf. Was ich als nächstes planen würde... Oh ja. Was ich als nächstes planen würde, ist auch noch diese andere Sorte. Löwenzahn nehmen wir jetzt auch einen mit, weil wir noch nie einen mitgenommen haben. Neues Material, Löwenzahn.
So, und zwar möchte ich mir einen von den großen Bäumen aus dem Dunkelwald schnappen. Hier, schnappen. Wo wachsen da einer? Da drüben sehe ich ein paar. So, da möchte ich einen mitnehmen. Da haben wir doch einen. Aber eigentlich nur einen. So, das machen wir jetzt gleich nass. Ach komm. Wir fangen an, Holz zu fällen und es regnet. Es ist gutes Holz. Ups. Naja, gutes Holzfällerwetter. Der Grüne kommt. Ja, das gefällt dir nicht, dass wir deinen Wald hier zerlegen. So, hallo. Oh, mit der Axt. Mit der Axt. Herrlich. Schamanentrophäe. Ja, was Schönes für Schlafzimmer. Widerlich. So, herrlich. Edelholzbogen. Das wird nämlich der nächste dann. Oh, Pflug, Hirschsprecher. Wahnsinn, oder? Ja, jetzt ist aber... Ah, scharfe Pfähle, ja. Wie bitte? Meine Freunde! Freunde des Waldes, jetzt aber. So, Krautzwerg, komm her. So, und du auch bitte. Ich freue mich schon, wenn wir ein Schild haben, dann können wir auch gelegentlich blocken. Ja, wir können auch mit der Waffe blocken, aber ich kann auch mit der Waffe zuschlagen. So, und weil wir da gerade rumstehen und wir noch Platz im Inventar haben, einmal noch. Da saß doch gerade ein Vogel. Einmal noch kurz in den Sumpf. Einmal. Verzeiht mir. Ich weiß, wir sind auf Überleck. Oh, Bären. Ja, das ist aber cool hier. So, stirb, Grauzwerg. So, stirb, du Grauzwerg. Oh, von hinten einer. Fieser, kleiner Grauzwerg. Ui. So, jetzt ist der auch erledigt. Wunderbar. So, ab in den Sumpf. Ich hätte auch gerne vom Sumpf nämlich nachgesehen. Wegen Bäumen, was wir uns da Schönes holen können. Ja, jetzt müssen wir das Wasser hier. Naja. So. Ich. Wieder rauf. Nauf will ich. Hier ist auch noch eine Blaubeere. So, Ausdauer. Reicht zum Springen. Oh, wunderbar. So, was haben wir denn da? Ein uralter Baum. Eine andere Baumsorte. Okay, wir holen uns einen uralter Baum. Du bist wieder trocken. Yeah. Uah. Oh, der ist aber schnell gefallen. So, hinzugefügt Holz. Okay. Er macht mich ein wenig nervös, der Blob. Ein wenig nervös macht er mich. Wir brauchen den anderen Bogen. Das gibt's ja nicht. So, und ich denke mal, im Nahkampf tötet er uns einfach. Eigentlich wollte ich nur das Holz hier holen. So, uralte Rinde. Signalfeuer. Was macht ein Signalfeuer? Ach, der macht eine Giftwolke auch noch. Okay, Nahkampf vielleicht keine so gute Idee gegen den Blob. Ja, Gräuling jetzt auch noch. Geh weg, du Gift. Gut, wir haben uralte Rinde, was auch immer wir damit tun, es wird super. Und wir können einen Edelholzbogen machen. Ah, schön. Super, und wir waren auch vergiftet. Wunderbar. Ich brauche neue Brandpfeile. Ich glaube, wir haben wenig. Ja, wir haben nur mal 4 Stück. Oh, genau der richtige Zeitpunkt, um neue Brandpfeile zu machen. So, ja, Steinchen werfen, ha? Das könnt ihr. So. Wunderbar, Steinchen. Aha. Kennt ihr alle meine neue Axt? Da ist sie. Hier. Super. So. Oh, ich will das alles mitnehmen. Oh, was ist denn so schwer hier eigentlich? Das Holz? Naja gut, wir haben viel Holz dabei. Ach komm, wir lassen es liegen. Was soll schon sein? So,
Hier bauen wir uns mal bauen. Nö, verschiedenes. Da haben wir das. Jetzt können wir sogar Portal bauen. Yeah. Ein Portal. Fehlende Voraussetzungen ist okay. So, wir holen den Rest von den rumliegenden Sachen noch ab. Nicht, dass es die spawnt. Das kann man alles brauchen. Da können wir was basteln draus. So. Hinzugefügt Herz. Super. So, die Kohle werfen da mal rein. Wunderbar. So soll die Kohle sein. Hinzugefügt Bronze. Hier, Bronze. Bronze, Kupfer. Das gute Kupfer. So, was haben wir da dabei, was wir nicht brauchen? Federn. Die sind sicher auch schwer genug. Die Federn legen wir mal ab. Federn. So, dann haben wir ein paar Trophäen. So, die kommen da auch rein. Trophäe. Das ist okay. Dann haben wir da Surtling und Augen. Ein Auge haben wir gewonnen. Yeah. So, Blumen. Blumen und Honig. Blumen. Hier, Blume. Jetzt haben wir endlich einen Löwenzahn. Leder. Da brauchen wir aber ganz sicher. Ganz sicher für den Bogen. Wir probieren den Edelholzbogen bauen. Oder? Machen wir das mal. So, Humpen. Yeah, Upgrade. Craft. Ach, verdammt. Wir brauchen noch... für den Edelholzbogen brauchen wir natürlich... zwei Hirsche. Zwei Hirschleder haben wir. Oh, zwei Hirschleder. So, nehmen wir zwei Hirschleder. Yeah. Nein. Zwei Hirschleder. Jetzt aber. So, zwei Hirschleder. So, das kann da unten rein. Ach, zwei Hirschleder. Ja, gleich haben wir den schönen Bogen. Den schönen. So, Edelholzbogen. 10 bis 20. Yeah. Super. So, den tauschen wir gleich aus mit ihm hier. Oh yeah. Können wir eigentlich schon? Upgrade. Bronze-Axt. Ein Schwendelrest. Und Bronze. Wir haben nicht genug. Das könnten wir uns aber jetzt holen. Dann könnten wir die zumindest upgraden. So, wenn wir das da mitnehmen. Und das da mitnehmen. Du trägst zu viel. Ja, ja. So zerstört man sich sein Kreuz. Ein Kreuz. So, herstellen. Da, da, da. Da, da, da. Oh, wie cool. So, fragen wollte ich mich auch, was kostet das hier? Oh, 10 Bronze. Na klar. So, was haben wir da noch? Ein Flug. 5 Kernholz. Ja, so viel haben wir jetzt aber nicht. War gut, können wir aber. So. Ja, Upgrade werden wir dann auch machen. Oh, ist das schön. So cool. So, meine Lieben, wir sind aber sowieso auf Überlänge. Hilft ja nichts. Wir können jetzt so coole Sachen machen. Das aufwerten. Dann würden wir auch hier am Bosse... vorerst mal da, so als Provisorium, irgendwie in die Nähe vom Bett hinplatzieren. Super. Schmiedestufe 2 erreicht. So, und das will ich auch unbedingt machen. Dazu brauchen wir leider noch mehr Schweinleder. Meine Lieben. Eine neue Axt. Ja, da freut sich die Weiterhaut. So, wir machen es wieder so, je nachdem, wie ich dazu komme. Moment, wir werden aber das Kernholz. Werde ich vielleicht ein paar Sachen farmen können. Aber müssen wir mal schauen. Je nachdem, wie ich dazu komme. So, nächster Ausflug wird dann noch ein Dungeon. Nämlich ziemlich wahrscheinlich der hier. Unterwegs hole ich vielleicht vorher schon zur Vorbereitung ein bisschen Kernholz. Das kann auch sein. Und dann wollen wir gemeinsam hier auch zumachen. So. Das war's vorerst mal. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.